My home is my castle. So ungefähr dürfte der Anzeigentext von Darth Vader bei Immobilien Scout 24 gewesen sein, als er für sich eine nette Unterkunft gesucht hatte. Herzlich willkommen bei den Brick Freaks. Hier ist wieder der Renzo. Und unschwer zu erkennen, geht es heute um Darth Vader's Castle. Was ihr hier seht, ist die Version von Lepin mit der Nummer 05152. Lepin gibt das ganze Set mit 1187 Teile an. Gekauft habe ich es mir bei Your World of Building Blocks für 39,45 €. Auch hier handelt es sich wieder um einen 1:1 Klon eines Lego Sets, welches im Dezember 2018 erschienen ist, mit der Setnummer 75251. Lego gibt das Ganze an mit 1060 Teilen und auf ihrer Seite, der Lego-Seite, haben sie eine UVP von 129,99 €. Ganz bemerkenswert war der Start dieses Sets. Und zwar ging Lego hier erstmalig eine Partnerschaft mit Amazon ein und dieses Set wurde exklusiv bei Amazon verkauft. Man konnte es auch bei Lego vorbestellen und bei Amazon, als das Set erschienen ist, war zufälligerweise noch Cyber Monday und da hat Amazon gedacht, naja, dann packen wir dieses Set auch gleich in die Rabattierung ein und man konnte es für Schmucke 100 € haben, obwohl es bei Lego noch für 129 auf der Seite vorzubestellen war. Nicht nur, dass es teurer war, sondern schlicht und ergreifend die Jungs und Mädels, die das sich bei Amazon gekauft haben, die haben es auch noch 3-4 Tage früher bekommen. Naja, das ist doch eine durchaus gelungene Marketingaktion. So kann man auch von sich Rede machen. Parallel dazu habe ich mal nachgeschaut, bei Amazon Frankreich hätte man es für 90 € haben können. Plus Versand. So viel zu dem Fehlstart, zu dem Start dieses Sets bei Amazon/Lego. Es ist groß. Es ist wirklich groß. Also ich habe die Kamera maximal weit hinten. Ich habe Probleme wahrscheinlich auch mit der Ausleuchtung. Ihr werdet es ja sehen. Höhe haben wir hier 41 cm. Breit ist es 28 und 23 cm tief. Ich habe meinen Baufortschritt fotografiert. Das heißt, ich nehme euch jetzt gleich auf eine kleine Bilderreise mit, wo wir das Set zusammen aufbauen. Oder ich baue es und ihr schaut zu. Die Tüten des Lepin-Sets kamen in Bauabschritten nummeriert daher. Es waren 10 Bauabschnitte. Das muss ich jetzt aber mal geschwind nochmal nachrecherchieren. Ja, in 10 Schritten ging es hier zu dem Glück. Ich halte mal kurz nochmal die Bauanleitung ins Bild rein. Sie umfasst 103 Seiten. Ja, los geht's. Dann schauen wir uns jetzt die Bilder an und dann sage ich euch noch meine Gedanken zu diesem Set. Los geht's. Als allererstes baut ihr den Darth Vader zusammen. Der zugeteilte Helm funktioniert bei diesem Set wunderbar, nicht so wie bei dem Cloud City. Hier baue ich den TIE Advance zusammen. Der ist 6 cm hoch, 11 cm breit und 9 cm lang. Also kleines, feines Modell. Hier habe ich mal den Darth Vader eingepfercht. Also der dürfte kein Gramm zunehmen, ansonsten würde er da nicht mehr reinpassen oder halt nicht mehr raus. Bauabschnitt 5. Hier beginnt ihr mit den Felsformationen dieses Sets. Das sind die großen, massiven Teile, die ihr oben rechts im Eck seht. Hier baue ich die Vorderfront zusammen und Vorderfront und die Seitenteile, ja, die sind ziemlich ähnlich im Aufbau. Und hier nochmal ein wunderschöner, halbnackter Darth Vader in seinem Bacta-Oase. Dann hangeln wir uns mal von den obersten Stockwerken bis ganz nach unten, sodass wir jede Minifigur und auch jeden Raum ein Stück weit besprechen können. Das Originaldesign von Darth Vader's Castle ist von Ralph McQuarrie. Der hat sehr, sehr viele Dinge in Star Wars designt. Ursprünglich war Darth Vader's Castle sogar geplant für das Imperium schlägt zurück.
Man hat sich aber dann dagegen entschieden und in Rogue One hat man hier eine kleine Reminiszenz auf dieses Design. Es war tatsächlich von Ralph McQuarrie geplant, das Ganze in einem Lava-Meer stattfinden zu lassen. So, hier seht ihr den Imperial Transport Pilot. Ich habe ihm hier den Kanonier-Position einnehmen lassen. Viele finden die Figur spannend, ich eher nicht so. Aber das ist Geschmackssache. Jetzt seht ihr schon hier unten, seht ihr schon den Hausherrn himself in seiner kleinen Schale. Hier hat er auch noch eine Videobotschaft des Imperators. Nehme ich mal raus. Und wie gesagt, die Minifigur ist richtig gut. Hat einen zweigeteilten Helm. Ich kann es euch mal zeigen. So. Hier unten sieht man noch ein kleines Kieferstück. Und das funktioniert wunderbar mit der Version. Dann fahren wir eine Etage tiefer. Hier seht ihr die zwei Royal Guards, die dem Set beilegen. Hier gibt es wirklich zu bemängeln, dass die Helme nur leicht aufgesetzt sind. Ansonsten, den Darth Vader im Bacta-Tank, den habe ich euch schon beim Aufbauteil gezeigt. Der ist richtig gut gelungen. Wie es im Film Rogue One war, als Krennic ihn besucht hatte, gibt es hier noch eine Tür. Da könnte man dann hier rein. Ich drehe es mal rum, dann habt ihr auch noch gleich die Frontansicht mit drin. Also richtig schön. Also das Set gefällt mir sehr gut. Es ließ sich wunderbar bauen. Die Steine haben eine gute Qualität. Die schwarzen Fliesen, die ihr hier am Rande seht, ja, die haben auch wieder das gleiche Problem, wie es in meinem TIE Striker Video ist oder auch von mir bemängelt wird. Die haben nicht ganz die Brillanz derer, die Lego hat. Aber das muss man halt, denke ich mal, in Kauf nehmen. Also ist richtig schön. Söhchen, Klappe zu. Hier habt ihr den TIE Advanced. Wie ihr seht, die Scheibe, die man kann dann nicht ins Cockpit reinschauen, sondern die sitzt auf einer Rundblade und ihr klappt das Ganze nach vorne weg. So, und dann würde hier Darth Vader reinpassen. Aufkleber gibt es zuhauf in dem Set. Hier hinten könnt ihr dir schon ein bisschen erahnen. Aha. Das ist natürlich sehr fusselig gebaut, die Stelle. Also, wenn ihr das Set habt, dann werdet ihr das ein oder andere Mal tatsächlich auch an der Stelle bei dem TIE Advanced die Dinger abmontiert haben aus Versehen. Die halten nur mit denen beide einmal drei und das ist, hat nicht so die riesige Klemmkraft. Liegt aber nicht an Leppin, das ist designmäßig geschuldet. Tun wir mal weg. Hier hinten seht ihr Aufkleber. Auf der anderen Seite auch. Sehr putzig. Der Maus-Droide. Der auch passend die Ladestation hat. Das wäre hier. Total nettes Gimmick. Das sind ja die Dinger, die auch auf alle Todessterne und Schirmstiche Raumschiffe des Imperiums rumfliegen oder rumcruisen. Eigentlich weiß man nicht so ganz genau, welchen Sinn und Zweck die erfüllen. Sie sind halt einfach da. Hier schön wieder so ein Malerhenkel von einer Farbrolle. Hier ein Geheimversteck eines Kyberkristalls.
Ihr wisst, Sterne brauchen ein Herz aus Kyba. Hier haben wir noch ein Sith Holocron Schrein. Und auch hier wieder ein kleines Geheimversteck. Da ist ein Ersatzschwert eingebaut. Halt, stopp! Ich habe vergessen, euch noch die Aufkleber zu zeigen. Die sind nämlich genau hier. So. Großes Highlight tatsächlich Darth Vader im Bacta-Tank. Der kleine TIE Advance, den ich recht putzig finde. Passt auch von der Form her schön in seine Garage rein. Komplettiert die Rogue One Serie von Star Wars. Das war noch ein Set, das gefehlt hatte. Schlicht und ergreifend haben wir jetzt so ziemlich alle Schauplätze von diesem Film mit drin. Ich persönlich finde es gut, nicht nur weil ich den Film richtig gern mag, sondern auch, dass man hier einen alten Ansatz von Ralph McQuarrie mal in einem Film gesehen hat und zum anderen, dass auch Lego diesen Fanservice betriebe hat, das Set umzusetzen. Im Großen und Ganzen ist es natürlich für Lego damals ein super GAU gewesen, als Amazon das Ding für 90/100 Euro knapp im Dezember verkauft hat und bei Lego war es noch 430 zu haben. Also da dürften es massiv auch Stornierungen gehagelt haben. Ah, ein Lichtschwerthalter haben wir auch, weil ihr habt euch ja sicherlich schon gefragt, wo hat Darth Vader sein Lichtschwert? So, da haben wir dann. Gut. Nachdem ich jetzt dann Darth Vader hier reingezittert habe, nochmal ins Bild. Was meint ihr? Ist es ein gelungenes Set insgesamt? Oder doch eher, ja, ein Nischenprodukt für Fans? Sollte Lego in Zukunft weitere Exklusivsets mit Amazon rausbringen? Oder sollte sich Lego doch mehr auf den Einzelhandel berufen? Na, das ist die Frage. Nichtsdestotrotz, aber habe ich ja euch hier ein Set von Lappin gezeigt. Das ist okay, wenn ihr das mit eurer Moral vereinbaren könnt. Dann könnt ihr da bedenkenlos zuschlagen. Das Set ist okay, macht Spaß. Wer Rogue One Stuff sammelt, braucht es eh. Wer Star Wars mag, sowieso. Aus dem Grund empfehle ich euch das Set. Entweder im Original von Lego, beim Cyber Monday Angebot von Amazon am besten. Oder ihr könnt auch bedenkenlos hier bei Lappin zugreifen. Qualität der Steine sind sehr gut. Gibt es überhaupt nichts zu meckern. Fehlteile waren keine dabei. Also aus dem Grund alles schick. Okay, wie ihr wisst, ich bete es gern nochmal runter. Lasst mir einen Daumen da, wenn euch das gefallen hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne auch abonnieren. Drückt die Bimmel und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn bei den Brickfreaks ein neues Modular gezeigt wird oder der Frank wieder einen Speed Champion Kill hat oder der Phil sich irgendwas von Xingbao ausgedacht hat. Okay, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl, bis dann, euer Renzo, tschüss!